Ey Leute, ich schalte mal eben um. Einen Moment. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Trainingsvideo, meine Freunde. Was ist da denn los? Ja, Kniebeugen und Kreuzheben. Steht auf der Reihe heute mit Banana Joe, weil einfach die Haare verdeckt werden müssen. Gerade eben aus der Dusche gestiegen und Friseur auch schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen Mütze auf, drüber, fertig. Ja, Kniebeugen, Kreuzheben steht an und ich habe ja gefragt, Tyson, wie wärmst du dich auf? Immer noch das gleiche, einfach ein paar Kniebeugen machen. Dann hier zum Beispiel so Geschichten, dass ich mich um das Gewicht stelle und einfach die Hüfte in ein paar Regionen bewege. Und dann natürlich auch mit Pause. Ne, ihr müsst da nicht so explosiv reindrücken. Das werdet ihr auch sehen. Und zwar ist jetzt heute schon wieder Dienstag. Ich habe gestern Abend das Training gemacht. Und zwar, das ist jetzt der erste Satz. 110 mal 7. 7 mal 7. 7 Wiederholungen, 7 Sätze. Die ersten zwei Sätze waren totale Scheiße. Ich bin total off. Ich falle voll nach vorne. Das Gewicht geht sehr weit nach vorne. Bin sehr weit übergelehnt. Hab mich nicht darauf konzentriert, vernünftig den Core zu bracen, das heißt zu stabilisieren, richtig den Druck aufzubauen, vernünftig den Bauch anzuspannen, den Arsch anzuspannen. Ich war einfach nicht fokussiert und dann sieht so ein Training eben genau so aus. Die ersten beiden Sätze hätte ich mir eigentlich sparen können. Ihr seht es da selber, zum Teil schießt der Arsch nach vorne, die Reps sehen unterschiedlich aus. Hier zum Beispiel war ich jetzt zu weit vorne, der Arsch zu weit hinten, da auch zu weit vorne gelehnt. Einfach kein Fokus da, das wird sich im dritten Satz wird sich das verändern, dass die Reps wieder alle gleichmäßig aussehen, aber die ersten zwei Sätze habe ich mir sparen können. Zwischendurch kommt auch nochmal ein Satz, den hätte ich mir eigentlich sparen können. Ich weiß nicht, was los war, ich war auch nach dem vierten Satz oder so, war ich so am Ende, ich lag nur am Boden rum, habe mich in den nächsten Satz reingekämpft. Das hohe Volumen knallt schon ordentlich rein, also das merke ich auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen, meine Freunde. Warte mal, das sieht irgendwie... Okay, das hier sieht genauso lächerlich aus. Oh. Komm, mach mal so ein Zwischending. Mach mal so. So. Fuck it, Alter. Ich bleib beim Ralf-Mode, ey. Ralf-Mode ist das Beste zum Kommentieren. So. Da seht ihr, es ist schon wieder ein bisschen besser. Ich bleib durchgehend da aufrechter. Da aber auch schon wieder nach vorne gekippt. Also, es war der Wurm drin, meine Freunde. Kann man definitiv so sagen. Das war definitiv der Wurm drin. Keine Ahnung, was da los war. Keine Ahnung. Weiß nicht, letzte Woche hat das so gut geklappt. Ich glaube, da hatte ich auch 110, 7x7. Bin locker durchgekommen. Kraftreserven ohne Ende. Und dieses Training war ich da am Rumszaffern. Ich weiß nicht, was los war. War richtig komisch. Aber das, so ist das halt. Manchmal seid ihr gut drauf, manchmal seid ihr weniger gut drauf. Tja. So ist das im Training, man muss trotzdem durchkommen, ich bin auch gut durchgekommen, das ist halt keine Frage, das ist halt nicht viel Gewicht, ne? Aber es gefällt mir nicht, die Form ist unterschiedlich und so, also definitiv verbesserungswürdig. Und ich glaube, in dem Satz war ich auch nochmal off, ich weiß es nicht. Die letzten beiden gingen, die letzten beiden sind von vorne gefilmt, die gingen, die haben sich auch gut angefühlt, aber da, die waren alle für den Arsch, ey. Naja, was steht an? Ach, Tim Gabel-Video ist rausgekommen, meine Freunde. Ach ja, und jetzt ist offiziell auch über 2000 Abonnenten. Ich habe mir gedacht, vielleicht springen ein paar ab, ja. Es sind auch welche abgesprungen. An dem Tag habe ich 10 verlorene Abos, aber dafür habe ich 70 dazu bekommen. Was ist da los? Das heißt, Dankeschön für 2000 Abonnenten, mittlerweile sogar 2050. Wir sind jetzt über den 2050 innerhalb von ein, zwei Tagen. Kein Ding, oder? Da bedanke ich mich für und hier seht ihr es halt von vorne. Die Sätze waren jetzt halt richtig gut. Haben sich auch gut angefühlt. Ich weiß nicht, was da los war. Nee, auf jeden Fall, Dankeschön. Wir sind auf dem Vormarsch, meine Freunde. The Tyson Fitness ist am Übernehmen. Das Game, meine Freunde. Es spricht sich rum. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, ja. Und, Alter, was ist denn das? Was ist mit den Haaren los? Ich muss sie mir nicht schneiden. Und der neue Sheriff, der ist ernst zu nehmen, meine Freunde. Nee, auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön. Und das Sam-Gabel-Video hat schon über 3000 Klicks. Was ist los?
ist halt so witzig. Du machst ein so ein Video, schreibst da in die Titel Tim Gabel oder Lazar Angelov oder Mark Fit oder weiß nicht was und du bekommst Klicks ohne Ende. Und dafür sind diese YouTube-Topics ja auch da. Ne? Also ich sag jetzt nicht, dass das unbedingt notwendig ist, dass ich da meine Meinung zu kundtue. Ist es nicht, aber es ist halt nötig für den Channel, dass man einfach auch so Videos drin hat, wo so Namen drinstehen. Ne? Die sind natürlich, die provozieren diese Videos, die werden natürlich am häufigsten geklickt und so. Werden halt Leute auch mal aufmerksam auf den Channel. Ne? Also ich muss da nicht unbedingt meine Meinung zu Tim Gabel sagen. Vielleicht interessiert die auch ganz viele gar nicht. Aber ist einfach wichtig für so einen Channel, damit der auch wächst. Sehe ich auch an anderen Channels. Es gibt so viele Channel, die haben Bullshit am Start ohne Ende. Und die haben aber auch einfach so Videos drin, wo die dann 30.000, 40.000, 50.000 Klicks drauf haben. Und dementsprechend ziehen die natürlich irgendwie an den Abos mich ab. Ne? Und dementsprechend werde ich jetzt auf diesen Klickzug aufspringen und da so ein bisschen ein auf YouTube-Topic machen. Ne? Also das ist der Sinn dahinter. So, als nächstes stand an 95, 6x6 Deadlift. Ich war richtig am Arsch. Es war ein gutes Training an sich. Also danach war ich richtig kaputt. Ja, bin gut durchgekommen, habe keine 95 geholt, habe 100 genommen, weil wie gesagt, bei Deadlift, das ist egal. Das ist sowieso nicht mein Gewicht. Das ist niedriger. Es geht halt darum, dass ich meine Form finde und im nächsten Cycle steppen wir das Game da ein bisschen ab. Das werdet ihr aber dann auch sehen. Entsprechend werden die Maxes natürlich angepasst, meine Freunde. Aber mit der Form im Moment bin ich zufrieden. Ich habe auch nicht mehr dieses ungute Gefühl im unteren Rücken, was ich die ganze Zeit hatte beim Conventional. Also es sind so die kleinen Sachen, mit denen ich mich zufrieden gebe. Ne? Anfang vom Training, dann gibst du natürlich Gas, willst du mehr Gewicht schaffen. Im Moment bin ich sogar einfach nur froh, wenn ich trainieren kann, ohne dass ich mir irgendwas wehtut. Ja? So hat sich das geändert, weil besser wird man so oder so mit der Zeit. Wenn du einen guten Plan hast und den durchmachst, dann wirst du besser. Und am besten sollte der Plan so sein, dass du es noch nicht mal mehr magst, dass du besser wirst. Und irgendwann denkst du so, what? Auf einmal squatte ich 240 oder was? Oder Deadlift 240? Ne, so ist eigentlich ein guter Plan. Du darfst gar nicht merken, dass du viel draufpackst oder dass du stagnierst hier und da oder so. Ein Plan sollte so sein, dass du da durchkommst und am Ende denkst du dir so, was ist passiert? So. Ich erzähle euch noch kurz, was ich danach gemacht habe. Danach kamen noch 4-5 Sätze Front Squats, ja. Also zu den Supplemental oder Assistance Exercises Front Squats. Dann Leg Extension, wenig Gewicht, viele Wiederholungen, damit das Kniegelenk und so auch ein bisschen was vom Training hat und nicht nur zerfickt wird. Dann Leg Curls, aber nur um zu gucken, die kommen normalerweise am Kreuzhebetag. Und natürlich an der Glute Ham Raise, der Abdominals mit Gewicht, das heißt drehen, hoch, runter. Natürlich ganz viel Core Training, das ist für mich halt sehr wichtig, vor allem nach der Verletzung, dass der Core jetzt richtig stabil wird, dass da nichts mehr sich bewegt. Dass ich da gut durchkomme. Und im Moment sieht's gut aus, meine Freunde. Ich bin guter Dinge. Zweite Woche ist angebrochen übrigens. Wir sind jetzt zweite Woche. Das war das Training in der zweiten Woche des ersten Cycles. Und ich bin gespannt auf dritte, vierte, fünfte, sechste und natürlich dann auf den nächsten Cycle. Wenn die Gewichte erhöht wurden, da ballern wir nochmal ordentlich was drauf. Und dann schauen wir mal, was sich da so tut, meine Freunde. Also, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Wir haben ja jetzt schon Dienstag. Aber, ja, frohes Training. Trainiert schön, fleißig. Gaint schön an Masse. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Peace.